Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Captain of Industries. Ich muss leider sagen, ich hatte in der letzten Woche absolut null Zeit, mir die Kommentare durchzulesen. Es war viel zu stressig, es gab viel zu tun. Dadurch, dass ich jetzt in den nächsten Wochen, sagen wir mal, meine Firma verlasse, muss ich einiges vorbereiten, sozusagen Übergabe und das Ganze so das Typische machen, was man zu tun hat, wenn man halt die Firma verlässt. Deswegen ist es ein bisschen stressiger gewesen, aber dafür habe ich dann 6 Wochen frei. In der Zeit kann ich wieder ein bisschen was machen, Alter. Werde ich viele Kurse in dem Fall machen und alles drum dran. Aber vielleicht kriege ich auch wieder ein bisschen was hin, für den Kanal zu ändern. Ich würde gerne mal mein Logo ein bisschen überarbeiten und auch vielleicht nochmal überlegen, wie ich den besten mit dem Kanal in Zukunft auch weiter regle. Aber wir gehen hier zurück an Captain of Industries, denn wir wollen das Spiel mal durchspielen. Ist ja schon eine große Herausforderung für mich gewesen. So, was, wo willst du denn Dusche wieder hin? Warum willst du denn jetzt dahin? Nee! Aus und aus. Ach so, ja, warte mal. Ich war der Plan, dass du das dann. Aber war es so schlimm, wenn. Das ist. Eigentlich sollte das Wasser schon abgeliefert werden, aber. Oh. Dann müsste ich jetzt wieder hier. Oh. Dann müsste ich jetzt hier schnell eine Unterführung für das. Für den Benzin. Ich habe tonnenweise Rohbenzin auf Lager und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Oh no, och nö. Und warum tut ihr kein Gas produzieren? Weil ihr genug Gas habt. Gut, also muss ich das Rohbenzin. Müssen wir schnell eine Rohbenzinproduktion überlegen. Wenn wir Rohbenzin haben. So, warte mal, schauen wir mal. Rein für den Rohbenzin. Wenn wir den Rohbenzin anders verbinden können. Benzin hier, Rohbenzin. Also, Rohbenzin können wir ganz simpel doch sicher weiterverarbeiten. Mit Wasserstoff. Ich könnte es auch mit ein bisschen Dampf noch in Brenngas umwandeln. Aber da habe ich wieder saures Wasser. Eigentlich wäre die simpelste Variante das hier. Mit der Crackling-Anlage und Wasserstoff Diesel draus machen. Aber ich habe so viel Dampf, das ist nicht mehr lustig. Ich kann es natürlich verbrennen, dann habe ich eine höhere Luftverschmutzung. Bitte, es ist eh schon der Fakt, dass ich mir überlegen muss, wie ich den Boden reinige. Wenn ich mich nicht verlesen habe, hat es eh jemand von euch. Ich glaube, wieder Row hat es wieder geschrieben, weil Row ist eh das Genie hoch 10 in diesem Game. Also Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Row mittlerweile in diesem Game hat. Aber von seinem Wissen her ist das der Wahnsinn. Ich habe dafür jetzt gleich mittlerweile Pervert durchgesuchtet. Auch wieder 100 Stunden, die in ein Spiel geflossen sind in kurzer Zeit. Aber hey, man muss auch wieder sagen, Palworld macht echt viel Bock. Aber am Ende ist es immer noch ein bisschen grindy. Gut, was machen wir? Eigentlich wäre der schlauste Weg, mit Wasserstoff zu arbeiten, ne? Damit wir am schnellsten ein weiteres Produkt rauskriegen. Aber Wasserstoff mache ich am besten aus dem Elektrolysegerät, richtig? Richtig. Dafür bräuchte ich dann wieder einen Elektrolyser und ich bräuchte wieder reines Wasser. Das wäre natürlich gut, weil dann hätte ich wieder vorne das reine Wasser zum Verbrauchen, ne? Dann hätte ich wieder Wasser beim Verbrauch. Oder wenn ich Elektrolyser 2 nehme, dann hätte ich das schon mal. Wie viel brauche ich aber? Ich brauche 12. Das würde passen. Was mache ich mit dem Brenngas? Du wandelst Brenngas 36 in Dampf um. Ihr beide macht aber 36, oder du bist voll ausgelastet. Was brauchst denn du? Sauerstoff. Das könnte genial sein, warte mal. Warte mal. Wo ist denn Wasserstoff? Wasserstoff. Du machst auch Sauerstoff, richtig? Yes, bedeutet, die Kombi ist das Geile. Machen wir hier mal so einen Schnellaufbau. Wir brauchen ein Elektrolysegerät. Das befindet sich wieder unter hier. Elektrolyser 2.
Du baust einen Wasserzuschirm und gibst mir dann Wasserstoff und Ding. Gut, und dann machen wir in der Kombi eine Crackling-Anlage. Oder sind doch beides Crackling-Anlagen gewesen, wo ich das dann gleich mache. Rohbenzin, genau. Und das andere war dann das hier, genau. Bedeutet, wenn ich jetzt dich hinnehme und sage, ich hätte gern Rohbenzin und dich, dann muss ich dich einmal kopieren und einmal auf die flippen. Entschuldigung. Oh, das hat in der Nase gekitzelt. So, bedeutet, ich kann jetzt dich hier reinschließen. Dann tue ich dich hier reinschließen und mach dich anstatt zu dem. Mein Hirn hat gerade einen Leck gehabt, lol. Und du gehst dann. Wäre es dann nicht schlau, ich tue dich entfernen? Weil ich dann dich hier easy dranhängen kann, dich hier so dranhängen. Hier kommt das Rohbenzin rein. Das ist, glaube ich, genauso, wie wir es haben wollen. Ausschneiden. Jetzt können wir dann. Eine Wasserleitung wieder zurück in den Tank geben. Aber gleichzeitig uns hier wieder ein bisschen Wasser schnorren. Und ja, ich baue das so, damit wir wirklich wenig Angriffsfläche haben. Beide Leitungen gehen separat hier rein. So. Dann mache ich hier mir jetzt noch so einen Overflow rein. Gut, danke schön. Einmal schnell ein Overflow rein. Muss ich das hier hin platzieren, im Ernst jetzt? Dann machen wir das halt hier irgendwo hin, das ist mir auch wurscht. Wieder vollkommen übertrieben, was ich jetzt gerade mache, aber scheiß drauf, schnell liefern. Das würde ich gerne abreißen, genau. Rohrleitung 2 bitte, wenn dann schon. Schnell liefern und schnell liefern, gut, genau. Und dann machen wir hier auch eine Rohrleitung 2. Nee, die führen wir einfach direkt hier hinten wieder raus. Bis hier rüber. Genau. Und Priority hier ist hier raus. Wenn alles gut läuft, müsste das jetzt eine funktionierende Anlage sein. Komm schon. Aber ich glaube, ich brauche für dich einen Overflow. Ich glaube, das könnte noch ein Problem darstellen. Warte, das haben wir aber schnell gelöst. Overflow rein. Schnell liefern. Schornstein. Und Priorität. Ernsthaft? Zu wenig Mitarbeiter? Ach, come on. Dann stelle ich dich halt schnell auf Pause. Ist ja wurscht.
Kommen schon ein paar, eins, fünf Mitarbeiter, ernsthaft? Wachstumsschubpause aus, ich brauche Mitarbeiter schnell. Und wenn es nur 7 sind oder so, mir wurscht. Ich will nur sehen, dass dieser Zwischenstep funktioniert. Nice, perfekt. Das reicht mir jetzt sogar schon fürs Erste. Dich machen wir wieder an, super. Dann habe ich jetzt ein paar mehr Mitarbeiter und die Anlage sollte jetzt auch laufen, ne? Schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Das Ding geht hier rüber. Er läuft natürlich jetzt auf Hochprozess, weil aber wir tun hier nur Sauerstoff raus. Also eigentlich ja gegenwirken zu dem, was wir sonst immer in die Luft blasen. Ich würde gerne versuchen, ob wir hier das Treibrohr ein bisschen breiter aufschütten können. Ich würde es gern versuchen. Ob wir das hinkriegen können. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob sie sozusagen die Tanks jetzt voll kriegen wieder. Weil jetzt dafür brauchen wir sozusagen das Rohbenzin auch wieder in Masse, oder? Langsam. Stück für Stück, ja. Aber rein theoretisch geben wir ihm immer noch den Überschub, den wir brauchen. Gut. Das sollte hoffentlich unsere Operation dann verbessern. Ich glaube, hier sind wir mittlerweile wieder mit Baufläche durch. Ja. Gott sei es gedankt, haben wir immer genug zu tun am Ende, weil die Fläche ja trotzdem riesig ist. Einfach weder baggern ist die Devise. Das werden wir jetzt auch hier machen, wo wir schon durchgebaggert haben. Da werden wir jetzt dann auch uns nochmal durch den Berg beißen anfangen. Ich hoffe bloß, dass wir nicht uns die Einfahrt damit versauen am Ende. Aber notfalls dürfen sie jederzeit zurückkippen. So, die Kollegen sind wieder da. Super. Ah, die sind ineinander geglitscht. Okay. Null Probleme. Wir haben eine Krankheit, lass mich raten. Keine aktive Krankheit? Was tut denn jetzt schon wieder dieses... Was ist denn jetzt schon wieder? Wasser habt ihr noch, das sehe ich. Der Zwischentank ist voll. Es ist kein... Nahrung ist auch da. Ja klar, die anderen zwei sind nicht da, aber mei, das ist halt aktuell so, ne? Strom ist da. Was macht euch gerade... Ich müsste mich vielleicht um eins der zwei Sachen kümmern. Entweder um Wasserverschmutzung oder um Luftverschmutzung. Wasserverschmutzung ist aktuell das größere Problem. Um es ehrlich zu nehmen, was pumpen wir alles weg? Sohle interessiert keinen. Abwasser tun wir hier notfalls wegpumpen, aber das ist eh fast nie der Fall. Bedeutet, die sollten kein Problem sein. Du bist reine Sohle, die ich rauspumpe, bedeutet, du bist auch wurscht. Hier verpumpe ich noch saures Wasser. Und Abwasser. Brauche ich Abwasser noch? Abwasser kommt hier durch die Kohlennutzung wahrscheinlich noch raus, ne? Wenn ich hier auf Rohbenzin umschalte, dann... Obwohl, hier verwende ich schon Rohbenzin. Ich könnte auf mit Schwefel umsteigen. Wenn ich Rohbenzin mit Schwefel nutze. Das wäre eine Möglichkeit. Dann würden wir hier keine dementsprechenden Sachen mehr rauspumpen. Das verwende ich ja schon hier hinten in Schwefel, ne? Wie viel Schwefel haben wir auf Lager? Ich glaube ein bisschen was, aber nicht so viel auch. Ach, das ist doch nicht einfach zu wissen. Nur weil wir ein volles Düngerlager, okay.
Vielleicht sollten wir irgendwo mal schauen, dass wir das irgendwo biegen und brechen. Aber das von da nach da. Ohne dass ich Wege kaputt mache. Oh, das könnte funktionieren. Aber was ist denn jetzt hier der Düngerzugang? Das ist der hier, ne? Wenn ich den umdrehe. Dann müsste ich jetzt in dem Fall hier eine Überfahrt machen. Wir machen hier direkt mal einfach zur Sicherheit eine große. Du weißt ja nie, was sonst noch kommt, ne? Hier mache ich eine kleine Überfahrt. Selbes Problem. Und ich setze das Ganze gleich mit einem großen Rohr fürs Erste an. Kürzester Zeit sollte dann... Ich weiß nicht, was sie gerade schon wieder haben. Das ist so wieder Frechheit hier. Gesundheitssteigerung dann bitte. Gut, wir haben wieder Gesundheitssteigerung. Bis wir das Problem gelöst haben, sollte das also laufen. Die Kollegen kriegen jetzt ihren Dünger. Also erzählen kannst du mir was anderes, aber kein Wasser ist eine Lüge. Oder vielleicht auch keine Lüge, vielleicht sollte ich einfach mal den Durchmesser erhöhen. Immer noch sau wenig Wasser durch. Unsere Wasserreserven strugglen. Was ist, wenn ich sage, das muss immer so ein Hai haben? Auf Prio 4? Dann müssten sie mir doch anfangen, die anderen Wasserressourcen zu reduzieren, oder? Der Tank schaut schon immerhin gut aus. Aber wo pumpe ich denn jetzt aktuell zum Beispiel noch was ins Meer? Weil ich sag's mal so, was ist, wenn ich jetzt einen hier abreiße? Macht das einen Unterschied schon? Wenn ich hier auf die Stadtstatistik schaue, von der Gesundheit her. Es kommt nur drauf an, wann du was verschüttest. Okay. Der Wasserstand ist nicht. Warum ist jetzt hier der Wasserstand so niedrig? Was ist denn hier passiert? Ich hätte hier einen anderen Verteiler nehmen sollen, ne? Also wir schlucken jetzt gerade von dem das ganze Wasser, deswegen geht hier uns die Wasserreserve so niedrig. Okay, wir bauen jetzt mal eine Control Unit für Wasser ein. Erstmal reißen wir das hier ab. Alles Wasser sollte jetzt vorne in den Tank wieder direkt laufen. Da hoffentlich in unsere Wasserversorgungen, die jetzt noch nicht den großen Struggle hoffentlich haben. Und hoffentlich hier, dass sich gleich füllt. Nein, ah, da ist der Fehler.
Wir bauen jetzt hier trotzdem eine Control Unit für Water Reuses and Problematic und bla bla bla. Irgendein englischer Name, damit es sich wieder schicker anhört, wie es ist. So. Punkt. Ich brauche jetzt über diese Control Units ein, ich finde die toll. Wir bauen jetzt hier noch eine ein. Schneiden das hier so ab mit Schnellverfahren. Und dann setzen wir eine Rohrleitung so hin, eine Rohrleitung so hin und eine so hin. Du hast Priorität. Gut. Dann ist das Water Control Unit System auch wieder gut. Das Wasser hier füllt sich gleich wieder. Das sage ich euch jetzt schon. Ja, das schaut schon besser aus. Ich bin noch ein bisschen down, bis der Schlauch hier wieder voll ist, aber der Tank ist schon mal voll. Bedeutet, langsam sollten wir wieder ein Backlog erzeugen anfangen. Aber wir haben wieder unser Wasser ein bisschen unter Kontrolle. Ist gut, wie schaut es mit dem Düngerverbrauch aus? Hä? Wie? Was? Okay, dann tue ich eure Ziele mal hochdrehen. Ich glaube, das habt ihr noch nicht ganz verstanden. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.